Der Ehrenbär fürs Lebenswerk von Steven Spielberg. Wo dieser Name fällt, ist ein Superlativ nicht weit. Der größte Regisseur aller Zeiten, wohl der erfolgreichste, vielleicht auch der vielseitigste. Vom blutigen weißen Hai über E.T., der Millionen Familien zum Weinen brachte. Über Schindlers Liste und die Rettung von Juden im Holocaust. Was für eine filmische Bandbreite. Der Preis spiegelt ja gar nicht so sehr meine ganzen Filme wider, eher mein fortgeschrittenes Alter. Es ist eine große Ehre, speziell hier bei der Berlinale, eines der größten Filmfestivals der Welt, geehrt zu werden. Sein neuester Film, The Fabelmans, ist anders als die anderen. Er ist autobiografisch. Er zeigt den Jungen, der das Filmen als Lebensinhalt für sich entdeckt. Wie er als jüdisches Kind gemobbt wurde, die Trennung seiner Eltern. Ängste, die er als Junge schon hatte, blieben eine Triebfeder fürs Filmen. Beim Berlinale Fototermin aber strahlt er vor allem Ruhe und Gemütlichkeit aus. Vielleicht zu gemütlich, fürs Foto muss der karierte Schal weg. Er schafft den Spagat zwischen kommerziell erfolgreich und Tiefgang. Und warum nun dieser Film, wollen viele hier wissen. Das Familienthema beschäftige ihn schon lange und dann kam Corona, erzählt er. Diese Pandemie hat mir so eine Angst gemacht. Anfang 2020, im April, als wir alle eingesperrt waren, da habe ich mir Gedanken gemacht über das Sterben, über das Alter. Die Angst vor der Pandemie gab mir den Mut für den Film, um meine persönliche Geschichte zu erzählen. Und welche Filme waren besonders bedeutend für ihn? Meine Filme sind wie meine Kinder. Ich habe keine Favoriten. Aber der schwierigste Film war Der weiße Hai. Der emotionalste war lange Zeit Schindlers Liste. Und jetzt ist es aber The Fabelmans. Dann will der Moderator die PK beenden. No. Aber Spielberg will nicht. Das war's schon? Er ist in Plauderlaune. Was den Reiz der Berlinale ausmacht, auf dem roten Teppich tummeln sich unter anderem wackere Filmemacherinnen und Macher, deren Werke vielleicht nur in Programmkinos laufen und eben auch echte Hollywood-Größen. Und unter den Hollywood-Größen ist Spielberg heute der Größte.